Ja Leute, da wären wir auch zu einem neuen Video von FIFA 18 hier. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Ich habe jetzt mal das ganze Vorgeplänke übersprungen, was wir beim letzten Mal noch mit drin hatten. Und ja, ich würde sagen, wir machen mal hier Anstoß. Oder ich warte mal drauf. So, jetzt geht's los. Ich hoffe, wir haben heute mehr Ballbesitz, ja. Und heute spielen wir natürlich auch wieder Bayern gegen Real Madrid, ja. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das so wird. Also ob wir da irgendwas hinkriegen. So. Okay. Ah, scheiße, ey. Das wird ja immer besser hier. Jetzt schon nach 4 Minuten das erste Tor von denen. Oh, ist doch schlimm. Kann er das irgendwie überspringen? Nee, das geht immer nicht. So, na los. Alter, hier wie alles wackelt. Ich will mal die Tore nicht sehen im Nachhinein, weißt du, weil es peinlich ist. So. So, mal gucken. Ja, ich muss halt erstmal in das Spiel reinkommen. Ich habe halt noch nicht so lange gespielt jetzt, insgesamt. Weil ich das eher als Blind-Let's Play immer mache. Ich weiß nicht, das finde ich einfach besser. Weil ich eh keine Lust habe. Offscreen zu spielen, weil ich halt nicht so gerne zocke. So. Okay, jetzt gucken wir mal, wen könnten wir anvisieren. So. Das läuft doch schon mal. Komm, es kann doch nicht so schwer sein gegen die hier. Mann. So. Ich habe bestimmt wieder nur so 1% Ballbesitz, ja. So, immer schön weit weg hier, ne? So, na los. Krieg mal das hin? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie ein Tor geschossen in FIFA, ey. Müsste ich mal hinkriegen, ne? Oh, scheiße, Alter. Das wäre ja fast eins geworden. Na toll, zum Glück haben wir den Torwart. Ne? Sonst wäre ich schon hier durch. Nein, Alter. Ist doch nicht normal. So. Los. Oh oh. Wie die immer da hinten lang, wisst ihr, und dann immer von der Seite rein. Das ist immer so deren Taktik. Na los, komm einmal ins Aus oder so. Das wäre doch mal was. Na. Na toll. Jetzt ist wieder da. Jetzt ist er raus, wisst ihr? Wie ich wollte. So. Mal schauen, wie es weitergeht. Uh oh. Oh. Aber ich muss ja sagen, das Spiel ist echt gut gemacht, ne? Die haben schon alles Mögliche hier mitgemacht. Zum Beispiel ganzen Zuschauergeräusche und so. Das ist schon alles gut abgestimmt, muss man sagen, ne? Und ja. Schon nicht schlecht. Ja, toll. Ist ja wieder klar, ne? Ja, scheiße. So. Okay, mal sehen. Los. Oh, war das ein Foul? Ich weiß es nicht. Ah, wieso geht er jetzt da hin? Ich wollte in eine andere Richtung schießen hier. So langsam mal, weißt du? Wäre mal angebracht hier. Oh, natürlich hält er den. Ist ja wieder klar, ne? So. Ich muss halt ja auch noch lernen, so schneller zu reagieren und so, ne? Das ist klar. So. Okay. Ja, zeigen sie die Trainer halt. So, Moment. Ah, jetzt kann ich von der Sicht hier aus das einschießen. Ich dachte, das geht immer von der anderen Perspektive. Na gut, gucken wir mal. So.
Ich versuche auf jeden Fall heute das Spiel mal durchzuziehen, ne? Sind ja gleich schon bei der Halbzeit. Und auch erst bei 5 Minuten, da geht das ja noch. Ne? Mal sehen, wie schnell die zweite Hälfte geht. Ich hoffe, es fallen nicht wieder so viele Tore gegen mich. Ja, wir werden sehen. So. Gibt's ja eigentlich auch rote Karten und so? Müsste es ja eigentlich auch, ne? Ach du Scheiße. Ah, toll. Ja, komm. Laber nicht. So, vielleicht so. Keine Ahnung. Ja, das Ding ist, ich nehme halt jetzt auch wieder den dritten Tag hintereinander auf. FIFA, also... Ja, es ist halt auf der einen Seite gut, weil ich halt noch... dadurch noch drin bin, sozusagen, und nicht wieder jedes Mal neu anfangen muss, so von vorne, sozusagen. Das wäre ein bisschen scheiße. Deswegen nehme ich eben jetzt in den Weihnachtsferien noch ein bisschen öfter auf. Habe ich mir gedacht, jetzt 3 Folgen, auf jeden Fall. Und ja, hier haben wir schon mal die Zwischenstatistik, ne? Die zeige ich jetzt nur kurz, weil ich noch weitermachen will. So. Okay, also man kann jetzt hier irgendwie das ändern, oder was? Hier sieht man, wie angeschlagen die sind, oder was? Okay. Spiel fortsetzen. Okay. Hä, steht 0-1? Ich dachte 0-2. Hä, die haben doch schon 0-2 gemacht, oder nicht? Als ob. Ist ja geil. Warte mal, müssen wir jetzt auf die andere Seite? Scheiße, ich weiß jetzt nicht, ob die wie heißt das? Torwechsel gemacht haben. Ich glaube ja, weil die stürmen hier. Ganz schön. Da müssen wir auf die andere Seite, okay. Wie ich schon mir denken konnte. Ja, hier hatte ich jetzt keine Unterstützung. Na los. Weiter hier, weiter. Vielleicht mache ich auch mal einen FIFA-Stream, ne? Das wäre auch mal gut. So. Jetzt hat er irgendwas hochgehalten. Ging es da... Ah ne, Austausch war das, genau. So. Oh, scheiße. Wieder mal im Aus. Ah, da ist er ja. So. Mal gucken. Na. Nicht wegschnappen. Ja. Es geht gar nicht hier. So, auf jeden Fall rüber. Ja, aber jetzt haben wir halt hier wieder keine Spieler von uns. Das ist halt der Scheiß. Ja, ist schon nicht so einfach hier, das Spiel. Ja, da schießen wir da raus komplett. Ist ja klar. So. Ah, die haben auch halt viel zu hohe Konditionen noch irgendwie. Gegenüber meinen Spielern, oder? Na gut, es ist relativ ausgeglichen, aber ein bisschen liegen die vorne damit. So, der war aber daneben, ne? So. Dann mal gucken. Nein, so. Ja, mal schauen hier. Oh. Okay. Ah, wird wieder jemand ausgewechselt hier. Von den Spaniern. Ich weiß nicht, ob wir auch schon mal jemand ausgewechselt haben. Oder ob das vorhin auch Spanien war. Aber ist natürlich dann auch blöd, ne? Wenn immer nur Spanien ausgewechselt wird. So. Okay. Ja, du musst halt ja immer so alle Spieler im Überblick haben, ne? Das ist halt nicht so einfach irgendwie. So. Ah, wie die immer von der Seite rein wollen, wisst ihr? Jedes Mal. Und ja, 0-2. Ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich das nie hinkriegen hier mit einem Tor. Warte mal, hier steht LSTG. Da kann man das wohl überspringen. Wieso kann man das nicht mit einem Klick einfach überspringen? So, scheiß. Weil das will ich mir hier nicht angucken. Wir können uns ja nochmal das Tor jetzt mal langsam angucken, ne? Ausnahmsweise. Ja, ist halt irgendwie scheiße, ne? So, haben sie halt die Chance genutzt, ne? So, los. Oh, das wär's, wenn der jetzt getroffen hätte, ey.
wenn der Torwart gerade mal vielleicht unkonzentriert ist oder so. Das wäre sowieso mal besser. Ich müsste mal gegen Dings spielen. Gegen, wer war das? Brasilien, genau. Die waren doch so schlecht bei der WM letztes Mal. Im Halbfinale mit 7:1, ja. Das kann man ja mal wiederholen. Vielleicht habe ich gegen die eine Chance. Da kriege ich vielleicht mal ein 1-0 hin. Oder vielleicht auch so ein 5:4 oder so. Wäre ja auch mal was. So. Los, weg. Ja, aber ich muss sagen, so Fußball ist eigentlich eine ganze Weile lang ganz fetzig auch. Aber ich könnte mir das jetzt nicht irgendwie stundenlang angucken. Es wird dann einfach langweilig. Das ist halt so meine Meinung, ne? Ich kann ja vielleicht nochmal so länger über Fußball reden, nächste Folge oder keine Ahnung, mal so eine Themenfolge machen. Ja, mal schauen. Vielleicht mache ich auch dann vor der WM nochmal so eine Folge oder so. So ein Special. Das wäre auch mal was. Und ja, Spiel ist auch gleich vorbei. Wir sind bei 11 Minuten, passt doch. Da machen wir heute so 12, 13 Minuten vielleicht. Werden wir sehen. Ja, ist ja wieder klar, komm, überspring einfach den Scheiß. Ich will mir das nochmal angucken. Wie war denn das jetzt? Ah, toll. Ach, nee, schlimm. So. Ja, Game Over auf jeden Fall. Oh Mann, ey, es kotzt mich an. Immer nur am Verlieren hier. Das ist doch rufschädigend. So. Nicht, dass die Spieler dann so, die kommen und einen Kommentar schreiben, so, ja, unser Ruf wird geschädigt, mein Ruf geht kaputt, nicht deiner. So. Weil die natürlich auch alle mein Let's Play gucken, ja, ist ja klar, die sind alle große Fans. Also auch Boateng zum Beispiel, der guckt ja ständig bei mir. Ja. So. Oh. Ey, wie ich einfach kein Tor hinkriege, ne? Ey, wenn ich das erste Tor kriege, dann kann ich erstmal fett den Titel schreiben und überall hin. Große Sensation, weißt du? Weil das dann schon übelst das Special ist. Wieso kickt er das immer da drüben hin? Oh Mann, naja, egal. Das war's gewesen mit der Folge. Blöd gelaufen mal wieder, wie immer. Mal sehen, wann ich mein erstes Tor kriege. Heute noch nicht. Es hatte noch nicht sein sollen. Naja, mal sehen, wann wir Madrid endlich mal richtig auseinandernehmen. Ja, werde ich sehen. Und jetzt erstmal tschüss.